Vor fast 900 Jahren zog Konrad von Wettin, der Stammvater der sächsischen Könige, auf dem Burgberg in Meißen ein. Hier begann sein unaufhaltsamer Aufstieg zu einem der mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Es ist der erste große Triumph eines Mannes, der kurz zuvor noch im Kerker unter der Folter geschmachtet hatte. Angeblich. Denn irgendetwas stimmt nicht an dieser Geschichte. Im 12. Jahrhundert war das Land östlich von Elbe und Saale Schauplatz vieler Kriege. Deutsche Eroberer kämpften nicht nur gegen die dort lebenden Slawen, sondern auch gegeneinander. Vom Streit zweier Fürsten berichtet ein Chronist. Zwischen Konrad von Wettin und Markgraf Heinrich von Meißen kam es zum Kampf. Heinrich nahm Konrad gefangen und warf ihn auf seiner Burg in den Kerker. Hier quälte er ihn mit einem Bett aus Eisen und vielen anderen Leiden. Doch 1127 starb Heinrich. Konrad wurde freigelassen und eilte sogleich zum König. Von ihm erhielt er die Mark Meißen und wurde zum Erben Heinrichs eingesetzt. So überliefert es der Verfasser der mittelalterlichen Chronik vom Lauterberg, der Chroniker Montes Sereni. Aus verzweifelter Lage gelang Konrad von Wettin der Sprung an die Spitze eines mächtigen Fürstentums. Bald darauf wird er die Nummer 1 im Osten des römisch-deutschen Reichs und zum Stammvater der sächsischen Könige, der Dynastie der Wettiner. Zu den Schätzen der Universitätsbibliothek von Halle gehört die Handschrift der Chroniker Montes Sereni, der Chronik vom Lauterberg. Geschrieben wurde sie vor 800 Jahren und gilt als wichtigstes Zeugnis zum Leben des Konrad von Wettin. Niemand nehme Anstoß daran, wenn wir im Folgenden sein Leben nach dem Wortlaut der Chronik vom Lauterberg erzählten. Auch Konrads Nachfahren, die Wettiner, berufen sich in ihrer Familiengeschichte auf diese Chronik. Auf dem Dresdner Fürstenzug, der öffentlichen Ahnentafel der Wettiner, haben sie das bedeutendste Datum ihres Aufstiegs festgeschrieben. Das Jahr 1127, als Konrad aus Heinrichs Kerker entkam und dessen Nachfolger auf Burg Meißen wurde, entnommen der Chronik vom Lauterberg. Doch es gibt eine zweite, ganz andere Geschichte über den Aufstieg Konrads. Gefunden in Pariser Archiven. Die Handschrift der Reichschronik des Annalista Saxo, eines sächsischen Adligen und Zeitgenossen Konrads. Er berichtet: Im Jahre 1123 stirbt Markgraf Heinrich durch Giftmischerei. Also schon 1123 sei Konrads Vorgänger unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Kurz darauf, ebenfalls im Jahr 1123, sei Konrad an die Macht in der Mark Meißen gelangt, durch einen blutigen Aufstand. Die Pariser Handschrift datiert also den Einzug Konrads auf dem Burgberg zu Meißen 4 Jahre früher als der Chronist vom Lauterberg. Ein Versehen oder eine Fälschung? Welche der beiden Geschichten über den Aufstieg des Konrad von Wettin ist nun die richtige? Welcher Chronik können wir glauben? Um
Um die Antwort zu finden, müssen wir auf Spurensuche gehen. Auf die Suche nach den Spuren von Konrads Leben. Beginnen wir im Jahr 1115. Hier an der Saale, damals die Grenze zwischen dem Land der Deutschen und dem der Slawen, liegt die Burg Wettin, deren Name aus dem Slawischen stammt. Hier lebt der 17-jährige Graf Konrad. Er ist Sohn einer Adelsfamilie, die mehrere Burgen an der Saale beherrscht. Als Vogt der Naumburger Bischofskirche hatte sich sein bereits verstorbener Vater Timo einen Namen in der Kirchenpolitik des Reiches gemacht. Er gehörte zu den Stiftern des Doms und außerdem zu einem Kreis sächsischer Adliger, die in Opposition zum Kaiser standen. Später wird man ihm, wie der berühmten Uta von Naumburg, ein Denkmal im Ensemble der Stifterfiguren setzen. 1115 hat sich Sachsens Adel mit Herzog Lothar an der Spitze erneut gegen den Kaiser erhoben, der eine allgemeine Reichssteuer einführen und damit seine Macht stärken will. Doch besiegen ihn die Sachsen in der Schlacht am Welfesholz, unweit von Wettin. Damals war eine riesige Anzahl von Menschen ums Leben gekommen. So berichtet der Lauterberger Chronist. Der Kaiser muss sein Heil in der Flucht suchen. Konrad, dessen Teilnahme an der Schlacht nicht bezeugt ist, lebt auf der Burg mit seinem älteren Bruder Dedo, mit dem er sich die Herrschaft teilen muss. Vielleicht trifft Konrad 1115 zum ersten Mal auf Herzog Lothar, dessen Sieg am Welfesholz den Boden für Konrads spätere Karriere bereitet. Die Macht im östlichen Grenzland des Reiches liegt seit der Niederlage des Kaisers fest in der Hand der sächsischen Fürsten. Für den jungen Konrad ist es der erste Kontakt mit der großen Politik. Deutlich führt Lothars Erfolg dem jungen Konrad vor Augen, dass ein Aufstand gegen den Kaiser gewinnbringend sein kann. An Lothars Seite will er seinen Traum vom eigenen Fürstentum verwirklichen. Doch Dedo, sein älterer Bruder, hat mit Gemahlin Bertha die weit besseren Voraussetzungen. Sie ist die Tochter eines mächtigen Fürsten. Wieprecht von Greutsch. Der ist ein kampferprobter Haudegen und hat sich vom kleinen Grafen zum mächtigsten Mann im Osten des Reiches emporgearbeitet. Kluge Heiratsverbindungen sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Macht. So sucht sich auch Konrad die passende Gemahlin. Ludgard heißt die Auserwählte und ist die Tochter eines schwäbischen Grafen. Sie ist schön und intelligent. Ludgard ist die Frau seines Lebens. Ihre Ehe mit Konrad wird von Dauer und mit vielen Kindern gesegnet sein. Und ganz nebenbei bringt Ludgard auch eine reiche Mitgift an die Saale. Spätestens 1119 hat Konrad die Schwäbin zur Gräfin von Wettin gemacht. Er ist jetzt 21 Jahre alt. Gemeinsam mit Ludgard treibt Konrad seinen Aufstieg voran und sein Ziel ist hoch gesteckt. Er will nicht weniger als Markgraf im Osten des Reiches werden. Im Auftrag des Kaisers ist jener verantwortlich für die militärische Sicherung des Marken, also des Grenzlandes zwischen Deutschen und Slawen. Wer die Mark besitzt, verfügt über reiche Güter und hat großen Einfluss auf die Reichspolitik. Die Burg Meißen an der Elbe ist der Sitz des Markgrafen. Damals ist Heinrich Markgraf von Meißen ein Vetter Konrads. Dem Chronisten vom Lauterberg folgend ließ Konrad ein Gerücht in die Welt setzen, Heinrich sei ein Bastard,
Seine Mutter hätte in Wirklichkeit ein Mädchen geboren und es gegen Heinrich vertauscht, den Sohn eines Kochs. Somit sei nicht Heinrich, sondern er, Konrad, der rechtmäßige Herr auf Burg Meißen. Sein Bruder Dedo taugt nach Konrads Ansicht schon gar nicht für das Markgrafenamt. Der ist dem Wein ergeben und betrügt seine Frau Bertha. Später soll er sie sogar verstoßen haben. So der Lauterberger Chronist. Wie eingangs erzählt, berichtet er weiter, für die Verleumdung habe Markgraf Heinrich Konrad den Kampf angesagt und ihn in den Kerker geworfen. Bald darauf, im Jahr 1127, sei Heinrich gestorben, Konrad freigekommen, der König habe ihn mit der Mark Meißen belehnt und so seinen Traum vom eigenen Fürstentum erfüllt. Doch die Glaubhaftigkeit des Chronisten vom Lauterberg wird durch die andere uns bekannte Überlieferung, die Pariser Handschrift des Annalista Saxo, in Frage gestellt. Der Verfasser beruft sich direkt auf Quellen aus Konrads Zeit und Umgebung. Nach den Worten des Annalista Saxo starb Heinrich keines natürlichen Todes. Eindeutig heißt es in der Schrift des Annalista Saxo: Im Jahre 1123 stirbt Markgraf Heinrich durch Giftmischerei. So die Übersetzung dieser lateinischen Zeilen. 4 Jahre früher als in der Chronik vom Lauterberg. Und der Annalista Saxo weiß noch mehr zu berichten über diese 4 Jahre. Der Kaiser übergibt die Mark Meißen an Wiebrecht. Seinen Verbündeten, also nicht an Konrad. Graf Wiebrecht verfügt über reiche Privilegien und hat ausgehend von seiner Burg Kreutsch eine machtvolle Herrschaft zwischen Saale und Elbe aufgebaut. Aus dem Jahr 1106 stammt die Gründungsurkunde des Klosters Pegau südlich von Leipzig, das Wiebrecht nahe seiner Burg erbauen ließ. Von dort fördert er die Missionierung der Slawen. Nun, 1123, hat Wiebrecht sein Ziel erreicht, die Herrschaft in der Mark Meißen. Doch damit hat Konrad ein Problem, denn auch er will die Mark Meißen. Zusammen mit Herzog Lothar, noch immer ein Gegner des Kaisers, und dem jungen Grafen Albrecht aus dem Haus der Askanier, beginnt Konrad nach den Worten des Annalista Saxo einen Aufstand gegen den Kaiser und zieht in den Kampf um die Markgrafschaft. Nahe der Mulde, so der Verfasser der Pariser Handschrift, verhindern die Aufständischen, dass Wiebrechts Truppen sich mit dem Heer des Kaisers vereinigen können und jagen den Kreutscher aus dem Land. Mit den Worten des Annalista Saxo: Herzog Lothar beginnt Krieg in Gemeinschaft mit anderen Fürsten, die über die Entscheidung des Kaisers unwillig waren, und führt Konrad von Wettin in die Mark Meißen. Graf Albrecht, genannt der Bär, erhält von Lothar die Mark Lausitz, den anderen Teil von Heinrichs einstiger Herrschaft. Konrad und er sind jetzt die starken Männer im Osten des Reiches. Der Kampf ließ sie zu Gefährten werden, doch bleiben sie immer auch Rivalen.
Als Konrad 1123 auf dem Burgberg von Meißen einzieht, feiert er seinen ersten großen Triumph. Doch als Herzog Lothar Konrad das Schwert des Markgrafen von Meißen überreicht, bricht er das Recht des Kaisers, denn nur der darf das Lehen vergeben. Und Konrad wird unrechtmäßig Markgraf von Meißen. Doch bleibt die Strafe für den Rechtsbruch aus. Der rechtmäßige Markgraf Wiprecht stirbt 1124. Sein Grabmal in Pegau stammt aus dem 13. Jahrhundert und gehört zu den bedeutendsten romanischen Kunstwerken Deutschlands. Die Burg in Greutsch verliert nach Wiprechts Tod schnell an Bedeutung. Konrad ist nun einen weiteren Kontrahenten los. Zudem stirbt 1125 auch der alte Kaiser. Herzog Lothar wird zu dessen Nachfolger und zum König gewählt. Im Nachhinein legitimiert er Konrads und seinen Rechtsbruch. Der Wettiner hat großes Glück und auf den richtigen Mann gesetzt. Seine Stellung als Markgraf von Meißen ist jetzt gesichert. Das glückliche Markgrafenpaar konnte sich dabei der Unterstützung von Lothars Gemahlin Richenza, einer Verwandten Konrads, sicher sein. Im Gegensatz zum Annalista Saxo verschweigt der Chronist vom Lauterberg die Ereignisse zwischen 1123 und 1127. Bei ihm schmachtet Konrad in grausamer Kerkerhaft, als Heinrich stirbt, ganz ohne Hinweis, auf welche Weise. Nach der Lauterberger Chronik hätte Konrad mit einem Mord an Heinrich nichts zu tun gehabt. Beim Lauterberger erhält Konrad erst 1127 die Mark Meißen von Lothar. Der ist zu diesem Zeitpunkt schon 2 Jahre lang auf dem Thron. Auch einen Rechtsbruch hätte es somit niemals gegeben. Sollte der Chronist vom Lauterberg Konrad ein Alibi für einen Mord an Heinrich verschafft und einen Rechtsbruch geschickt vertuscht haben? Folgen wir weiter dem Bericht seiner Chronik. Schon bald nach Konrads Einzug auf der Burg Meißen schenkt Ludgard ihrem Gemahl einen Sohn. 4 weitere Söhne und 6 Töchter werden folgen. Der Bestand der Familie und die Nachfolge in Meißen sind damit gesichert. Nicht nur mit Mut, auch mit Blut haben Konrad und Albrecht ihren Traum vom Fürstentum in die Tat umgesetzt. Und so im Verständnis ihrer Zeit schwer gesündigt. Ein Dilemma für den Politiker des Mittelalters. Was bleibt, um nicht auf ewig in der Hölle zu schmoren? Um Gnade bitten und seinen Glauben unter Beweis stellen. So verwirklicht Konrad ein Vorhaben seines Bruders Dedo, der 1124 auf der Pilgerfahrt starb, und stiftet ein Kloster. Um sein Projekt vor fremdem Zugriff zu bewahren, überträgt es Konrad 1127 bei jährlicher Zahlung eines Goldstücks an den Papst. Das Gesuch an den Heiligen Vater hat der Lauterberger in seiner Chronik überliefert. Die Vorsicht ist berechtigt, denn schon ein Jahr später versucht Albrecht, sich in die Angelegenheiten von Konrads Stiftung einzumischen. Das Bündnis zwischen beiden scheint vergessen. Auf dem Petersberg bei Halle wird Konrads Projekt in den folgenden 20 Jahren in Stein gehauen. Und um genau zu sein, ist der neue Vorposten des christlichen Glaubens kein Kloster, sondern ein Stift. Und zwar der Augustiner Chorherren. Der Männerorden lebt nach der Regel des heiligen Augustinus und hat sich zum Ziel gesetzt, die Heiden zu Christen zu machen. In diesem Fall müssen die Slawen dran glauben, die damals fast die gesamte Bevölkerung der Mark Meißen stellen und nach wie vor ihre eigenen Götter verehren. Auch Konrad hat sich fest vorgenommen, das Christentum östlich der Saale zu verbreiten.
Denn nur so kann er seine Herrschaft dauerhaft sichern. Damals sind weltliche und geistliche Macht nicht zu trennen. Von Gott erhielt der Kaiser die Herrschaft, von diesem Konrad die seine. So haben auch alle Untertanen Konrads Christus als obersten Herrn anzuerkennen. Erzbischof Wichmann von Magdeburg, ein Neffe Konrads, bestätigt 60 Jahre später in einer Urkunde, dass auf Konrads Betreiben noch vor 1125 die Bewohner von 13 Dörfern in der Umgebung des Petersberges Taufe und christliche Bestattung annahmen. Konrad macht das Stift auf dem Petersberg zum religiösen Zentrum seiner Familie. Hier soll für sein Seelenheil, das seiner Frau und seiner Kinder gebetet werden. Auch nach dem Tod soll an ihn und seine Taten, natürlich nur die guten, erinnert werden. Im Gegenzug stattet Konrad die Chorherren auf dem Petersberg im Laufe der nächsten Jahre mit zahlreichen Privilegien und reichen Gütern aus. Die Stiftskirche bestimmt er zur alleinigen Grablege für die Mitglieder seines Hauses. Geistliche Einrichtungen sind im Mittelalter die Bewahrer von Kultur und Gelehrsamkeit. So gehört auch ein Skriptorium zur Ausstattung des Stifts. Merseburg, Pfingsten 1136. Lothar, der seit 3 Jahren auch die Kaiserkrone trägt, hält Hof. Und Konrad folgt seinem Ruf. Im Gepäck den Wunsch nach Expansion. Auch Albrecht der Bär kommt nach Merseburg, weil er im Streit mit Lothar die Lausitz verloren hat und hofft, sie wiederzubekommen. Der Chronist vom Lauterberg berichtet über den Reichstag. Als es zur Entscheidung kommt, erhält Konrad den Zuschlag und Albrecht der Bär hat das Nachsehen. Mit den Worten des Lauterbergers: Die Lausitz verlieh der Kaiser dem Markgrafen Konrad von Meißen. Dieser wurde zugleich zum Erben des gesamten Eigenguts seines Vorgängers eingesetzt. So wird Konrad auch zum Herrn des Bautzener Landes und des Elbkessels um Dresden. Die spätere Metropole ist damals freilich nicht mehr als ein kleines slawisches Fischerdorf. Durch geschickte Verhandlung erreicht der Wettiner mehr als andere mit dem Schwert. Zum Dank begleitet Konrad Kaiser Lothar auf seinem zweiten Zug nach Italien. An Lothars Seite kämpft er erfolgreich gegen den lombardischen Städtebund und erobert Apulien. Auf dem Rückweg aus Italien stirbt der Kaiser 1137 in Tirol. Konrad steht am Totenbett Lothars, des Mannes, der seine Karriere erst ermöglicht hatte. Doch auch unter Lothars Nachfolger, Konrad III. Aus dem Haus der Staufer, setzt der Wettiner seine Strategie erfolgreich fort. Wie auch der Lauterberger Chronist weiß. Als der König 1143 Verbündete in Sachsen sucht, bietet sich Konrad an. Die Belohnung folgt. Der König übergab dem Markgrafen Konrad und seiner Frau Ludgard die Grafschaft Rochlitz. Die Burg und das gleichnamige Land an der Mulde
gehören die nächsten 800 Jahre fest zur Herrschaft der Wettiner. Durch geschickte Politik wird Konrad so zum mächtigsten Fürsten östlich der Saale. Als 1144 auch seine Schwägerin Bertha stirbt, die er nach seines Bruders Tod bei sich aufgenommen hatte, wird Konrad im Alter von 46 Jahren zum alleinigen Erben aller Güter des Wiprecht von Greutsch. So befindet sich nun auch dessen altes Machtzentrum, die Burg Greutsch, in Konrads Hand. Seinem Sohn Otto übergibt er 1145 die Verantwortung für die Mark Meißen, denn er hat sich zur Pilgerfahrt ins Heilige Land entschlossen. Noch immer sorgt sich Konrad um das Heil seiner Seele. Der Weg nach Jerusalem gilt als frömmste aller Bußleistungen und verspricht ein sorgenfreies Leben nach dem Tod. Eine spezielle Kleidung, Filzhut, Stab, Trinkflasche und ein Reisesack weisen ihn als Pilger aus und sollen vor Übergriffen schützen. Ludgard macht sich Sorgen. Schon Konrads Bruder Dedo war an den Strapazen einer Pilgerfahrt gestorben. Tatsächlich werden sie einander nie wiedersehen. Als Konrad in Jerusalem eintrifft, ist im Orient der Teufel los. 1144 hatten die Muslime das Fürstentum Edessa erobert und den Christen eine empfindliche Niederlage beigebracht. Während Konrad das Heilige Grab besucht, fordert der Papst in Rom einen neuen Kreuzzug. Vom Patriarchen erhält Konrad nicht nur die Palme, das Zeichen der Jerusalem-Pilger, sondern gewiss auch wichtige Informationen über die Situation im Heiligen Land. Reiflich wird Konrad überlegt haben, ob er den Weg in den Orient noch einmal als Kreuzritter geht. Denn der Kampf gegen die Muslime ist gefährlich, besonders wenn er im heißen Wüstensand stattfindet. Das ungewohnte Klima und schreckliche Seuchen fordern immer wieder Opfer unter den Kreuzfahrern. Während Konrad noch in Jerusalem weilt, spielt sich in der Heimat ein Drama ab. Ludgard kam zum Petersberg und wurde vom Propst empfangen. Am folgenden Tag äußerte sie ihm gegenüber ein Verlangen, dem er keineswegs entsprechen mochte. So die Worte des Lauterberger Chronisten. Den Grund des Streits der beiden enthüllt er leider nicht. Offiziell kam sie für einen Aderlass auf den Petersberg. Klöster sind auch die Arztpraxen des Mittelalters. Weiter heißt es: Empört begab sie sich nach Gerbstedt, wurde dort von einer Krankheit befallen und starb am 19. Juni 1145. Auf Anraten des Grafen von Mansfeld wurde sie im dortigen Kloster begraben. In Gerbstedt befand sich das Hauskloster von Konrads Vorfahren. Heute existieren davon nur noch Reste des Stucks im Hallenser Museum für Vorgeschichte. Auf der Heimreise erreicht Konrad in Bayern die schmerzliche Nachricht vom Schicksal seiner Frau. Dass Ludgard aber am falschen Ort begraben ist, erzürnt ihn maßlos. Klar hatte er befohlen, alle Verstorbenen seiner Familie auf dem Petersberg zu bestatten. Zurück in Wettin bestellt er den Grafen von Mansfeld zu sich. Die Einmischung in Konrads Familiendinge
bringt den Mansfelder in eine unangenehme Lage. Ich hasse mir wieder her! Ein halbes Jahr nach Ludgards Bestattung zog der Graf heimlich mit seinem Gefolge nach Derbstedt. Er bestach die Wächter mit Geld, grub den Leichnam aus und brachte ihn nach Wettin, wo der Markgraf seine Ankunft erwartete. Gerbstedt steht für die Ära vor Konrads Aufstieg. Bewusst will er sich mit der neuen Grablege auf dem Petersberg vom religiösen Zentrum seiner Vorfahren abheben. Noch in derselben Nacht lässt Konrad die Gebeine seiner Frau in die Stiftskirche überführen und sie dort mit allen Ehren bestatten. Mit 47 Jahren ist er Witwer. In der Nähe von Ludgards Grab fand man vor 150 Jahren eine beinerne Sitzmadonna. Die 6 cm hohe Figur aus dem 12. Jahrhundert zeigt die thronende Maria mit Kind. In den Jahren nach Ludgards Tod erleiden die Christen im Heiligen Land weitere Niederlagen gegen die Muslime. Der Ruf nach einem neuen Kreuzzug geht durchs Abendland. Konrad erscheint im März 1147 in Frankfurt bei Hofe. Dort überzeugen er und andere sächsische Fürsten den König, dass sie ihr Kreuzzugsgelübde auch erfüllen, wenn sie gegen die Heiden des Nordens ziehen. Das heißt gegen die Slawen nördlich und östlich der Elbe im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Dass viele der Slawen dort schon Christen sind, stört dabei wenig. Auch Albrecht der Bär ist unter den Kreuzfahrern. Konrads Sohn Otto hatte dessen Tochter geheiratet. Mit dem Ehebund war der alte Streit beendet worden. Geschickt gemacht. Wieder tut Konrad etwas für die Rettung seiner Seele, muss aber nicht den Weg in den Orient auf sich nehmen. Ganz nebenbei will er expandieren, denn die Heiden sind übel, ihr Land aber ist höchst ergiebig an Fleisch, Honig und Mehl. So ein Zitat jener Zeit. Konrad und Albrecht führen ein Heer von 60.000 Rittern, berichtet der Lauterberger Chronist. Alles Weitere verschweigt er. Helmold von Bosau dagegen, ein Zeitzeuge, findet scharfe Worte. Ist es nicht unser Land, das wir verheeren, und unser Volk, das wir bekämpfen? Warum benehmen wir uns wie die Feinde und vernichten die eigenen Einkünfte? Nach erfolgloser Belagerung der Burg der Min an der Ostsee treten Konrad und seine Kreuzritter im September 1147 den Rückzug an. Der Kreuzzug war ein glatter Fehlschlag. Erneut versucht der Lauterberger Chronist, keinen Schatten auf Konrad fallen zu lassen und lässt unschöne Fakten einfach weg. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Markgraf Konrad und dem Chronisten, der nur Gutes über ihn schreibt? Wieder zurück in seinen Landen besinnt Konrad sich auf seine eigentlichen Qualitäten. Weit besser als die Rüstung des Kreuzritters steht ihm das Gewand des Diplomaten. Seinen Sohn Otto hatte er bereits mit einer Tochter Albrechts des Bären verheiratet. Als Heiratsstratege legt der inzwischen über 50-Jährige eine erstaunliche Energie an den Tag. Für den Frieden im Osten verheiratet er einen zweiten Sohn mit der Tochter eines polnischen Herzogs. Einen weiteren Spross verkuppelt er mit einer mährischen Grafentochter. Seine Tochter Adela will der Markgraf sogar zur Königin von Dänemark machen.
Dafür reist er 1152 mit Adela an den Hof des neu gewählten Königs Friedrich Barbarossa. Der Chronist vom Lauterberg dazu. Das Pfingstfest feierte der König zu Merseburg, wo er Sven Grate von Dänemark den Königsreif verlieh. Der dänische Herrscher ist damals, ähnlich wie Konrad, ein Lehnsträger des deutschen Königs. Am Abend des Reichstages gelingt es Konrad zwar, seine Tochter erfolgreich an den Dänen zu bringen, doch unterschätzt er die Cleverness des Friedrich Barbarossa. Während Konrad mit dem dänischen König verhandelt, schließt Barbarossa einen Geheimvertrag mit dem Herzog von Böhmen, den er für einen Italienzug gewinnen will. Als Lohn soll der Böhme das Land um Bautzen erhalten, mit dem bereits der Wettiner belehnt ist. Es sind die Urkunden Barbarossas, die belegen, was in Merseburg geschah. Die Chronik vom Lauterberg verschweigt auch das. Bis jetzt hatte Konrad es geschafft, sich unter vier Herrschern des römisch-deutschen Reiches geschmeidig den wechselnden Situationen anzupassen. Er warf Konkurrenten aus dem Feld und schuf sich so ein Reich im Reiche. Sein Selbstbewusstsein demonstriert er mit dem Titel, den er sich in Urkunden zulegt. Konrad, durch Gottes Gnade unter den Fürsten Sachsens, alleiniger Besitzer und Schützer der meißnischen Mark. Mit weit über 50 hat Konrad für die damalige Zeit bereits ein hohes Alter erreicht. Wie das Treffen mit Barbarossa zeigt, fällt es ihm immer schwerer, die Lage zu überblicken. Sein Stern im politischen Ränkespiel beginnt zu sinken. Konrad aber ist klug genug zu erkennen, dass die Zeit gekommen ist, seine Nachfolge zu regeln, um das Erreichte zu bewahren. Der Dom zu Meißen im November 1156. In Anwesenheit zahlreicher Würdenträger versammelt Konrad hier seine gesamte Familie, um Hab und Gut unter die Nachkommen zu verteilen. Wo Konrad einst die Markgrafenwürde gegen den Willen des Königs erhalten hat, gibt er sie jetzt an seinen Sohn weiter. Damit setzt Konrad ein Signal. Er sieht sich nicht mehr als Amtsträger von Königsgnaden, sondern als Herrscher eines Erbfürstentums. Das ist neu, denn eigentlich ist es Privileg des Königs, die Markgrafenwürde und das zugehörige Lehen zu vergeben. Konrad ignoriert das königliche Recht und vererbt die Markgrafschaft seinem Sohn. Das ist der Beginn einer neuen Zeit, die später zur Landesherrschaft der Wettiner und schließlich zum Königreich Sachsen führen wird. Konrad reitet an der Spitze des Dresdner Fürstenzuges, weil ihn seine Nachfahren als ruhmvollen Stammvater verehren. Doch um das zu werden, musste Konrad große Sünden auf sich laden. Einen mutmaßlichen Mord, einen blutigen Aufstand gegen den Kaiser und einen schweren Verstoß gegen die gottgewollte Ordnung. Überliefert in der Reichschronik des Annalista Saxo für das Jahr 1123. In Paris, in der französischen Nationalbibliothek, hat diese Handschrift eines sächsischen Adligen und Zeitgenossen Konrads die Jahrhunderte überdauert. Sie ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Glaubenswelt des Konrad von Wettin. Dort finden sich die Ereignisse, die nach Konrads Vorstellung nicht zum Bild eines guten Christenmenschen gehören. Doch als guter Christ will der Wettiner seiner Nachwelt in Erinnerung bleiben. Mit dem Stift der Augustinerchorherren auf dem Petersberg bei Halle
schuf sich Konrad den Ort für das Gedenken an sich und seine Taten. Und mit Hilfe der Chorherren landet er seinen letzten großen Coup. Im Skriptorium des Stifts lässt er die 4 Jahre seines Lebens von 1123 bis 1127 verschwinden. Hier auf dem Petersberg entsteht das Drama einer grausamen Kerkerhaft, die Story von der wundersamen Rettung und seines gewaltlosen Aufstiegs an die Spitze der Markmeißen. Und auch das vermeintlich so bedeutende Datum auf dem Fürstenzug in Dresden ist ein Produkt der Geschichtsfälscher vom Petersberg. Denn bis ins späte 14. Jahrhundert war der Petersberg unter dem Namen Lauterberg, lateinisch Mons Serenus, bekannt. Die Chronica Montes Sereni ist damit nichts anderes als die Geschichte des von Konrad gegründeten Stifts auf dem Petersberg und seines Gründers. Mit dieser Chronik löschen die Augustiner Chorherren in Konrads Auftrag die dunklen Flecken seiner Vergangenheit für das Gedächtnis der Nachwelt. Im Glauben, alles in seinem Sinne geregelt zu haben, inszeniert Konrad in der Stiftskirche auf dem Petersberg am 30. November des Jahres 1156 den krönenden Abschluss seiner langen Herrschaft. Zahlreiche Gäste begleiten ihn beim Abschied von der Macht. Unter den Anwesenden ist auch Albrecht der Bär. Ein letztes Mal begegnen sich die alten Gefährten und ewigen Rivalen. Das Geschehen überliefert der Chronist vom Petersberg, wie wir ihn jetzt ruhig nennen können. Vor dem Altar legte Konrad die Kleider des alten Menschen ab. Danach wurde er von Erzbischof Wichmann von Magdeburg in das Gewand eines Kanonikers gekleidet und begann um der Liebe Christi willen ein Leben in freiwilliger Armut. Mit dem Eintritt in die Gemeinschaft der Augustinerchorherren auf dem Petersberg vollendet Konrad sein Lebenswerk. 2 Monate und 5 Tage später, am 5. Februar 1157, stirbt Konrad von Wettin im Alter von 59 Jahren. Neben seiner Gemahlin Ludgard wird er in der Mitte der Stiftskirche beigesetzt. Mit dem Prunkgrab in der Turmhalle der Kirche haben die Nachfahren ihrem Stammvater in den Zeiten der Renaissance ein würdiges Denkmal gesetzt. Ludgard kam zum Petersberg und wurde vom Propst empfangen. Am folgenden Tag äußerte sie ihm gegenüber ein Verlangen, dem er keineswegs entsprechen mochte.
So die Worte des Lauterberger Chronisten. Den Grund des Streits der beiden enthüllt er leider nicht. Offiziell kam sie für einen Aderlass auf den Petersberg. Klöster sind auch die Arztpraxen des Mittelalters. Weiter heißt es: Empört begab sie sich nach Gerbstedt, wurde dort von einer Krankheit befallen und starb am 19. Juni 1145. Auf Anraten des Grafen von Mansfeld wurde sie im dortigen Kloster begraben. In Gerbstedt befand sich das Hauskloster von Konrads Vorfahren. Heute existieren davon nur noch Reste des Stucks im Hallenser Museum für Vorgeschichte. Auf der Heimreise erreicht Konrad in Bayern die schmerzliche Nachricht vom Schicksal seiner Frau. Dass Ludgard aber am falschen Ort begraben ist, erzürnt ihn maßlos. Klar hatte er befohlen, alle Verstorbenen seiner Familie auf dem Petersberg zu bestatten. Zurück in Wettin bestellt er den Grafen von Mansfeld zu sich. Die Einmischung in Konrads Familiendinge bringt den Mansfelder in eine unangenehme Lage. Ich hasse mir wieder her! Ein halbes Jahr nach Ludgards Bestattung zog der Graf heimlich mit seinem Gefolge nach Gerbstedt. Er bestach die Wächter mit Geld, grub den Leichnam aus und brachte ihn nach Wettin, wo der Markgraf seine Ankunft erwartete. Gerbstedt steht für die Ära vor Konrads Aufstieg. Bewusst will er sich mit der neuen Grablege auf dem Petersberg vom religiösen Zentrum seiner Vorfahren abheben. Noch in derselben Nacht lässt Konrad die Gebeine seiner Frau in die Stiftskirche überführen und sie dort mit allen Ehren bestatten. Mit 47 Jahren ist er Witwer. Schließt Barbarossa einen Geheimvertrag mit dem Herzog von Böhmen, den er für einen Italienzug gewinnen will. Als Lohn soll der Böhme das Land um Bautzen erhalten, mit dem bereits der Wettiner belehnt ist. Es sind die Urkunden Barbarossas, die belegen, was in Merseburg geschah. Die Chronik vom Lauterberg verschweigt auch das. Bis jetzt hatte Konrad es geschafft, sich unter vier Herrschern des römisch-deutschen Reiches geschmeidig den wechselnden Situationen anzupassen. Er warf Konkurrenten aus dem Feld und schuf sich so ein Reich im Reiche. Sein Selbstbewusstsein demonstriert er mit dem Titel, den er sich in Urkunden zulegt. Konrad, durch Gottes Gnade unter den Fürsten Sachsens, alleiniger Besitzer und Schützer der meißnischen Mark. Mit weit über 50 hat Konrad für die damalige Zeit bereits ein hohes Alter erreicht. Wie das Treffen mit Barbarossa zeigt, fällt es ihm immer schwerer, die Lage zu überblicken. Sein Stern im politischen Ränkespiel beginnt zu sinken. Konrad aber ist klug genug zu erkennen, dass die Zeit gekommen ist, seine Nachfolge zu regeln, um das Erreichte zu bewahren. Der Dom zu Meißen im November 1156. In Anwesenheit zahlreicher Würdenträger versammelt Konrad hier seine gesamte Familie, um Hab und Gut unter die Nachkommen zu verteilen. Wo Konrad einst die Markgrafenwürde gegen den Willen des Königs erhalten hat,
gibt er sie jetzt an seinen Sohn weiter. Damit setzt Konrad ein Signal. Er sieht sich nicht mehr als Amtsträger von Königsgnaden, sondern als Herrscher eines Erbfürstentums. Das ist neu, denn eigentlich ist es Privileg des Königs, die Markgrafenwürde und das zugehörige Lehen zu vergeben. Konrad ignoriert das königliche Recht und vererbt die Markgrafschaft seinem Sohn. Das ist der Beginn einer neuen Zeit, die später zur Landesherrschaft der Wettiner und schließlich zum Königreich Sachsen führen wird. Konrad reitet an der Spitze des Dresdner Fürstenzuges, weil ihn seine Nachfahren als ruhmvollen Stammvater verehren. Im Weg zur Macht, so sucht sich auch Konrad die passende Gemahlin. Ludgard heißt die Auserwählte und ist die Tochter eines schwäbischen Grafen. Sie ist schön und intelligent. Ludgard ist die Frau seines Lebens. Ihre Ehe mit Konrad wird von Dauer und mit vielen Kindern gesegnet sein. Und ganz nebenbei bringt Ludgard auch eine reiche Mitgift an die Saale. Spätestens 1119 hat Konrad die Schwäbin zur Gräfin von Wettin gemacht. Er ist jetzt 21 Jahre alt. Gemeinsam mit Ludgard treibt Konrad seinen Aufstieg voran und sein Ziel ist hoch gesteckt. Er will nicht weniger als Markgraf im Osten des Reiches werden. Im Auftrag des Kaisers ist jener verantwortlich für die militärische Sicherung des Marken, also des Grenzlandes zwischen Deutschen und Slawen. Wer die Mark besitzt, verfügt über reiche Güter und hat großen Einfluss auf die Reichspolitik. Die Burg Meißen an der Elbe ist der Sitz des Markgrafen. Damals ist Heinrich Markgraf von Meißen ein Vetter Konrads. Dem Chronisten vom Lauterberg folgend ließ Konrad ein Gerücht in die Welt setzen, Heinrich sei ein Bastard. Seine Mutter hätte in Wirklichkeit ein Mädchen geboren und es gegen Heinrich vertauscht, den Sohn eines Kochs. Somit sei nicht Heinrich, sondern er, Konrad, der rechtmäßige Herr auf Burg Meißen. Sein Bruder Dedo taugt nach Konrads Ansicht schon gar nicht für das Markgrafenamt. Der ist dem Wein ergeben und betrügt seine Frau Bertha. Später soll er sie sogar verstoßen haben. So der Lauterberger Chronist. Wie eingangs erzählt, berichtet er weiter, für die Verleumdung habe Markgraf Heinrich Konrad den Kampf angesagt und ihn in den Kerker geworfen. Bald darauf, im Jahr 1127, sei Heinrich gestorben, Konrad freigekommen, der König habe ihn mit der Mark Meißen belehnt und so seinen Traum vom eigenen Fürstentum erfüllt. Doch die Glaubhaftigkeit des Chronisten vom Lauterberg wird durch die andere uns bekannte Überlieferung, die Pariser Handschrift des Annalista Saxo, in Frage gestellt. Der Verfasser beruft sich direkt auf Quellen aus Konrads. Auf der Heimreise erreicht Konrad in Bayern die schmerzliche Nachricht vom Schicksal seiner Frau. Dass Ludgard aber am falschen Ort begraben ist, erzürnt ihn maßlos. Klar hatte er befohlen, alle Verstorbenen seiner Familie auf dem Petersberg zu bestatten. Zurück in Wettin bestellt er den Grafen von Mansfeld zu sich. Die Einmischung in Konrads Familiendinge bringt den Mansfelder in eine unangenehme Lage. Ein halbes Jahr nach Ludgards Bestattung zog der Graf heimlich mit seinem Gefolge nach Gerbstedt. Er bestach die Wächter mit Geld,
grub den Leichnam aus und brachte ihn nach Wettin, wo der Markgraf seine Ankunft erwartete. Gerbstedt steht für die Ära vor Konrads Aufstieg. Bewusst will er sich mit der neuen Grablege auf dem Petersberg vom religiösen Zentrum seiner Vorfahren abheben. Noch in derselben Nacht lässt Konrad die Gebeine seiner Frau in die Stiftskirche überführen und sie dort mit allen Ehren bestatten. Mit 47 Jahren ist er Witwer. In der Nähe von Ludgards Grab fand man vor 150 Jahren eine beinerne Sitzmadonna. Die 6 cm hohe Figur aus dem 12. Jahrhundert zeigt die thronende Maria mit Kind. In den Jahren nach Ludgards Tod erleiden die Christen im Heiligen Land weitere Niederlagen gegen die Muslime. Der Ruf nach einem neuen Kreuzzug geht durchs Abendland. Konrad erscheint im März 1147 in Frankfurt bei Hofe. Dort überzeugen er und andere sächsische Fürsten den König, dass sie ihr Kreuzzugsgelübde auch erfüllen, wenn sie gegen die Heiden des Nordens ziehen. Das heißt gegen die Slawen nördlich und östlich der Elbe, im heute Streit beendet worden. Geschickt gemacht. Wieder tut Konrad etwas für die Rettung seiner Seele, muss aber nicht den Weg in den Orient auf sich nehmen. Ganz nebenbei will er expandieren, denn die Heiden sind übel, ihr Land aber ist höchst ergiebig an Fleisch, Honig und Mehl. So ein Zitat jener Zeit. Konrad und Albrecht führen ein Heer von 60.000 Rittern, berichtet der Lauterberger Chronist. Alles Weitere verschweigt er. Helmold von Bosau dagegen, ein Zeitzeuge, findet scharfe Worte. Ist es nicht unser Land, das wir verheeren, und unser Volk, das wir bekämpfen? Warum benehmen wir uns wie die Feinde und vernichten die eigenen Einkünfte? Nach erfolgloser Belagerung der Burg Demmin an der Ostsee treten Konrad und seine Kreuzritter im September 1147 den Rückzug an. Der Kreuzzug war ein glatter Fehlschlag. Erneut versucht der Lauterberger Chronist, keinen Schatten auf Konrad fallen zu lassen und lässt unschöne Fakten einfach weg. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Markgraf Konrad und dem Chronisten, der nur Gutes über ihn schreibt? Wieder zurück in seinen Landen besinnt Konrad sich auf seine eigentlichen Qualitäten. Weit besser als die Rüstung des Kreuzritters steht ihm das Gewand des Diplomaten. Seinen Sohn Otto hatte er bereits mit einer Tochter Albrechts des Bären verheiratet. Als Heiratsstratege legt der inzwischen über 50-Jährige eine erstaunliche Energie an den Tag. Für den Frieden im Osten verheiratet er einen zweiten Sohn mit der Tochter eines polnischen Herzogs. Einen weiteren Spross verkuppelt er mit einer mährischen Grafentochter. Seine Tochter Adela will der Markgraf sogar zur Königin von Dänemark machen. Dafür reist er 1152 mit Adela an den Hof des neu gewählten Königs Friedrich Barbarossa. Der Chronist vom Lauterberg dazu. Das Pfingstfest feierte der König zu Merseburg, wo er Sven Grate von Dänemark den Königsreif verlieh. Der dänische Herrscher ist damals, ähnlich wie Konrad, ein Lehnsträger des donnesmächtigen Fürstentums. Bald darauf wird er die Nummer 1 im Osten des römisch-deutschen Reichs und zum Stammvater der sächsischen Könige,
der Dynastie der Wettiner. Zu den Schätzen der Universitätsbibliothek von Halle gehört die Handschrift der Chroniker Montesereni, der Chronik vom Lauterberg. Geschrieben wurde sie vor 800 Jahren und gilt als wichtigstes Zeugnis zum Leben des Konrad von Wettin. Niemand nehme Anstoß daran, wenn wir im Folgenden sein Leben nach dem Wortlaut der Chronik vom Lauterberg erzählten. Auch Konrads Nachfahren, die Wettiner, berufen sich in ihrer Familiengeschichte auf diese Chronik. Auf dem Dresdner Fürstenzug, der öffentlichen Ahnentafel der Wettiner, haben sie das bedeutendste Datum ihres Aufstiegs festgeschrieben. Das Jahr 1127, als Konrad aus Heinrichskerker entkam und dessen Nachfolger auf Burg Meißen wurde, entnommen der Chronik vom Lauterberg. Doch es gibt eine zweite, ganz andere Geschichte über den Aufstieg Konrads. Gefunden in Pariser Archiven. Die Handschrift der Reichschronik des Annalista Saxo, eines sächsischen Adligen und Zeitgenossen Konrads. Er berichtet: Im Jahre 1123 stirbt Markgraf Heinrich durch Giftmischerei. Also schon 1123 sei Konrads Vorgänger unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Kurz darauf, ebenfalls im Jahr 1123, sei Konrad an die Macht in der Mark Meißen gelangt, durch einen blutigen Aufstand. Die Pariser Handschrift datiert also den Einzug Konrads auf dem Burgberg zum Meißen 4 Jahre früher als der Chronist vom Lauterberg. Ein Versehen oder eine Fälschung? Welche der beiden Geschichten über den Aufstieg des Konrad von Wettin ist nun die richtige? Welcher Chronik können wir glauben? Um die Antwort zu finden, müssen wir auf Spurensuche gehen. Auf die Suche nach den Spuren von Konrads Leben. Beginnen wir im Jahr 1115. Hier an der Saale, damals die Grenze zwischen dem Land der Deutschen und dem der Slawen, liegt die Burg Wettin, deren Name aus dem Slawischen. Im 12. Jahrhundert war das Land östlich von Elbe und Saale Schauplatz vieler Kriege. Deutsche Eroberer kämpften nicht nur gegen die dort lebenden Slawen, sondern auch gegeneinander. Vom Streit zweier Fürsten berichtet ein Chronist. Zwischen Konrad von Wettin und Markgraf Heinrich von Meißen kam es zum Kampf. Heinrich nahm Konrad gefangen und warf ihn auf seiner Burg in den Kerker. Hier quälte er ihn mit einem Bett aus Eisen und vielen anderen Leiden. Doch 1127 starb Heinrich. Konrad wurde freigelassen und eilte sogleich zum König. Von ihm erhielt er die Mark Meißen und wurde zum Erben Heinrichs eingesetzt. So überliefert es der Verfasser der mittelalterlichen Chronik vom Lauterberg, der Chroniker Montesereni. Aus verzweifelter Lage gelang Konrad von Wettin der Sprung an die Spitze eines mächtigen Fürstentums. Bald darauf wird er die Nummer 1 im Osten des Römisch-Deutschen Reichs und zum Stammvater der sächsischen Könige, der Dynastie der Wettiner. Zu den Schätzen der Universitätsbibliothek von Halle gehört die Handschrift der Chroniker Montesereni, der Chronik vom Lauterberg.
Geschrieben wurde sie vor 800 Jahren und gilt als wichtigstes Zeugnis zum Leben des Konrad von Wettin. Niemand nehme Anstoß daran, wenn wir im Folgenden sein Leben nach dem Wortlaut der Chronik vom Lauterberg erzählten. Auch Konrads Nachfahren, die Wettiner, berufen sich in ihrer Familiengeschichte auf diese Chronik. Auf dem Dresdner Fürstenzug, der öffentlichen Ahnentafel der Wettiner, haben sie das bedeutendste Datum ihres Aufstiegs festgeschrieben. Das Jahr 1127, als Konrad aus Heinrichskerker entkam und dessen Nachfolger auf Burg Meißen wurde, entnommen der Chronik vom Lauterberg. Doch es gibt eine zweite, ganz andere Geschichte über den Aufstieg Konrads. Auf dem Petersberg bei Halle wird Konrads Projekt in den folgenden 20 Jahren in Stein gehauen. Und um genau zu sein, ist der neue Vorposten des christlichen Glaubens kein Kloster, sondern ein Stift. Und zwar der Augustiner Chorherren. Der Männerorden lebt nach der Regel des heiligen Augustinus und hat sich zum Ziel gesetzt, die Heiden zu Christen zu machen. In diesem Fall müssen die Slawen dran glauben, die damals fast die gesamte Bevölkerung der Mark Meißen stellen und nach wie vor ihre eigenen Götter verehren. Auch Konrad hat sich fest vorgenommen, das Christentum östlich der Saale zu verbreiten. Denn nur so kann er seine Herrschaft dauerhaft sichern. Damals sind weltliche und geistliche Macht nicht zu trennen. Von Gott erhielt der Kaiser die Herrschaft, von diesem Konrad die seine. So haben auch alle Untertanen Konrads Christus als obersten Herrn anzuerkennen. Erzbischof Wichmann von Magdeburg, ein Neffe Konrads, bestätigt 60 Jahre später in einer Urkunde, dass auf Konrads Betreiben noch vor 1125 die Bewohner von 13 Dörfern in der Umgebung des Petersberges Taufe und christliche Bestattung annahmen. Konrad macht das Stift auf dem Petersberg zum religiösen Zentrum seiner Familie. Hier soll für sein Seelenheil, das seiner Frau und seine Kinder gebetet werden. Auch nach dem Tod soll an ihn und seine Taten, natürlich nur die guten, erinnert werden. Im Gegenzug stattet Konrad die Chorherren auf dem Petersberg im Laufe der nächsten Jahre mit zahlreichen Privilegien und reichen Gütern aus. Die Stiftskirche bestimmt er zur alleinigen Grablege für die Mitglieder seines Hauses. Geistliche Einrichtungen sind im Mittelalter die Bewahrer von Kultur und Gelehrsamkeit. So gehört auch ein Skriptorium zur Ausstattung des Stifts. Gegner des Kaisers und dem jungen Grafen Albrecht aus dem Haus der Askanier beginnt Konrad nach den Worten des Annalista Saxo einen Aufstand gegen den Kaiser und zieht in den Kampf um die Markgrafschaft. Nahe der Mulde, so der Verfasser der Pariser Handschrift, verhindern die Aufständischen, dass Wiebrechts Truppen sich mit dem Heer des Kaisers vereinigen können und jagen den Kreutscher aus dem Land. Mit den Worten des Annalista Saxo: Herzog Lothar beginnt Krieg in Gemeinschaft mit anderen Fürsten, die über die Entscheidung des Kaisers unwillig waren, und führt Konrad von Wettin in die Mark Meißen. Graf Albrecht, genannt der Bär, erhält von Lothar die Mark Lausitz
den anderen Teil von Heinrichs einstiger Herrschaft. Konrad und er sind jetzt die starken Männer im Osten des Reiches. Der Kampf ließ sie zu Gefährten werden, doch bleiben sie immer auch Rivalen. Als Konrad 1123 auf dem Burgberg von Meißen einzieht, feiert er seinen ersten großen Triumph. Doch als Herzog Lothar Konrad das Schwert des Markgrafen von Meißen überreicht, bricht er das Recht des Kaisers, denn nur der darf das Lehen vergeben. Und Konrad wird unrechtmäßig Markgraf von Meißen. Doch bleibt die Strafe für den Rechtsbruch aus. Der rechtmäßige Markgraf Wiprecht stirbt 1124. Sein Grabmal in Pegau stammt aus dem 13. Jahrhundert und gehört zu den bedeutendsten romanischen Kunstwerken Deutschlands. Die Burg in Greutsch verliert nach Wiprechts Tod schnell an Bedeutung. Konrad ist nun einen weiteren Kontrahenten los. Zudem stirbt 1125 auch der alte Kaiser. Herzog Lothar wird zu dessen Nachfolger und zum König gewählt. Im Nachhinein legitimiert er Konrads und seinen Rechtsbruch. Der Wettiner hat großes Glück und auf den richtigen Mann gesetzt. Seine Stellung als Markgraf von Meißen ist jetzt gesichert. Das glückliche Markgrafenpaar konnte sich dabei der Unterstützung von Lothars Gemahlin Richenza, einer Verwandten Konrads, sicher sein. Doch damit hat Konrad ein Problem, denn auch er will die Mark Meißen. Zusammen mit Herzog Lothar, noch immer ein Gegner des Kaisers, und dem jungen Grafen Albrecht aus dem Haus der Askanier, beginnt Konrad nach den Worten des Annalista Saxo einen Aufstand gegen den Kaiser und zieht in den Kampf um die Markgrafschaft. Nahe der Mulde, so der Verfasser der Pariser Handschrift, verhindern die Aufständischen, dass Wiprechts Truppen sich mit dem Heer des Kaisers vereinigen können und jagen den Greutscher aus dem Land. Mit den Worten des Annalista Saxo: Herzog Lothar beginnt Krieg in Gemeinschaft mit anderen Fürsten, die über die Entscheidung des Kaisers unwillig waren, und führt Konrad von Wettin in die Mark Meißen. Graf Albrecht, genannt der Bär, erhält von Lothar die Mark Lausitz, den anderen Teil von Heinrichs einstiger Herrschaft. Konrad und er sind jetzt die starken Männer im Osten des Reiches. Der Kampf ließ sie zu Gefährten werden, doch bleiben sie immer auch Rivalen. Als Konrad 1123 auf dem Burgberg von Meißen einzieht, feiert er seinen ersten großen Triumph. Doch als Herzog Lothar Konrad das Schwert des Markgrafen von Meißen überreicht, bricht er das Recht des Kaisers, denn nur der darf das Lehen vergeben. Und Konrad wird unrechtmäßig Markgraf von Meißen. Doch bleibt die Strafe für den Rechtsbruch aus. Der rechtmäßige Markgraf Wiprecht stirbt 1124. Sein Grabmal in Pegau stammt aus dem 13. Jahrhundert und gehört zu den bedeutendsten romanischen Kunstwerken Deutschlands. Die Burg in Greutsch verliert nach Wiprechts Tod schnell an Bedeutung. Konrad ist nun einen weiteren Kontrahenten los. Zudem stirbt 1125 auch der alte Kaiser. Herzog Lothar wird zu dessen Nachfolger und zum König gewählt. Im Nachhinein legitimiert er Konrads und seinen Rechtsbruch. Der Wettiner